Alter, wie viele sind denn hier? Oh mein Gott. Herzlich willkommen bei Stay and Play und einer weiteren Folge von Stonefly. Ich muss ehrlicherweise zugeben, letztes Mal waren wir komplett auf dem Schlauch gestanden. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Aber das ist wirklich ein bisschen tricky gemacht. Ich habe sogar selbst für mich noch ein bisschen gesucht, weil ich wirklich nicht wusste, wohin ich gehen muss. Wir sind auf der Suche nach den Alpha-Blattläusen und wir können keine Verfolgerfliegen einsetzen, wenn ihr bei der letzten Folge dabei wart. Okay, jetzt ist die Frage, wo finden wir etwas, irgendwelche Hinweise oder irgendwas? So, jetzt habe ich herausgefunden. Hier ist was. Aber jetzt, sorry, ne? Wie zur Hölle kommt man drauf, hier nach irgendetwas zu suchen? Nachtlicht-Alpha-Spuren, okay. Das sind die ersten Spuren. Das heißt, wir müssen einfach durch die Gegend hier marschieren und Spuren suchen. Jetzt ist die Frage, wo sind die nächsten? Das war jetzt das Einzige, was ich eigentlich gefunden habe. aber wir müssen einfach Ausschau halten, wo hier irgendwas ist. Vielleicht noch ein bisschen Material mitnehmen, Gegner mitnehmen. Wir müssen irgendwie schaffen, Hinweise zu finden, die weniger als auffällig sind. Und das ist halt irgendwo das Problem. Jetzt aber gesagt, wenn es schon in die Richtung geführt hat, sollten wir vielleicht auch in die Richtung gehen. Weil auf dem Baumstamm war ja nichts mehr. Jetzt komme ich nicht mehr da hoch. Alter, spring! Der will nicht hoch. Der will einfach nicht hoch. Verrückt. Das heißt, wir nehmen hier noch ein bisschen Anlauf. Komme ich hoch? Alter Schwede, ich komme nicht mal da hoch. So. Ich streng mich ja schon an, aber irgendwie... Ja. Alter, was ist denn mit dem los? Ich glaube, ich gehe einfach außen rum. So. Was will er jetzt tun, hä? Also, es gibt wirklich... Das Ziel ist wirklich, die gesamte Landschaft abzusuchen. Also, so viel habe ich jetzt auch verstanden. Ist zwar ein bisschen blöd, weil wo zur Hölle soll ich denn wissen, wo ich suchen soll? Das heißt, wir müssen jetzt einfach überall suchen und schauen, wo hier irgendetwas auffällig ist. So wie eben auf dem Baumstamm da vorne. Ja. Klingt super leicht, ist super schwer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die hätten ja auch irgendwelche Hinweise geben können, in welchem Bereich man wenigstens suchen kann, weißt? Weil so lassen sie sich einfach laufen. Ja, mach mal, ne? Ja, so klappt es leider nicht. Und das ist halt die Schwierigkeit dabei. So, deswegen, ich fliege jetzt einfach mal überall durch, um zu schauen, ob ich noch irgendwelche Hinweise finde. Weil jetzt weiß ich auch, wie sie ungefähr auszusehen haben. Also wir müssen hier ein bisschen an den Stacheln vorbei. Boah. Weil man sieht hier einfach nichts, ne? Und das ist, glaube ich, der Tod da unten. Da habe ich schon gedacht, ich kann vielleicht die Steine aufmachen, aber es geht ja nicht. Okay, die kann ich zwar aufmachen. Ich weiß nicht, ob hier jetzt neue Gegner kommen, weil ganz ehrlich, ich habe schon fast alle Gegner, glaube ich, gekillt. Der killt sich sogar selber. Aber hier ist doch was, oder? Was ist das? Ach, da sind die! Ich glaube, die führen mich jetzt wirklich zu der Alpha-Blattlaus. Das ist ja cool. Okay, so, hopp. Zeig mir den Weg. Oh Gott, wir kommen voran. Das ist echt ein magischer Moment für mich. Okay. Einfach mal der Spuren lang, das ist schon mal gut. Jetzt mal ganz ehrlich, die kam doch aus einem heiteren Himmel, oder? Verstehe ich nicht. Jetzt kommen wahrscheinlich noch ein paar Gegner. Kein Problem, wir haben ja eine neue Kraft. Können alle bündeln, damit wir alle auf einmal weghauen können. Perfekt aus. So, hier sind... Oh, das ist Dilium. So, hier ist aber noch ein Stein und vielleicht neue Gegner. Ja, das sind nochmal Gegner. Oh, habt ihr es gesehen? Ausgewichen. Alter Schwede. Also, besser geht's fast gar nicht mehr. So, den besiegt. Hier ist jetzt nichts mehr, oder ich sehe auf jeden Fall nichts mehr. Wir haben ja auch Spur sogar gekauft. Sollte ich auch mal einsetzen. So, aber wir folgen jetzt erstmal diesen Fliegis. Den blauen Fliegis, nicht meinen Versager gelben Fliegen, weil ganz ehrlich, die haben gar nichts gebracht. Oh, das sieht schon aus wie so ein halbes Schlachtfeld. Vielleicht kann ich mich täuschen, aber wenn so viel Fläche auf einmal ist, ist nichts gut. Oh Gott, ich habe Angst. Aber nee, hier ist scheinbar nichts. Was ist jetzt mit dem?
Jetzt sind die weitergeflogen. Ich glaube, die sind nach oben geflogen. Also gut jetzt. Hey, hey, hey. Meins. Das gehört alles mir. Gott sei Dank sind hier nur die Kleinen, weil ganz ehrlich, dort. Easy. So. Jetzt hier einen Stoff aufsammeln. Loranit brauche ich immer. Ist anscheinend hier die Geldwährung. Der Ausguck. Oha, okay. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Wir. Okay, die müssen jetzt weitergehen. Ja, und jetzt? Soll ich jetzt einfach springen oder? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Warum nicht? So. Also, führt mich mal irgendwo hin. Okay, dahin. Easy. Das Problem hier ist, man sieht nicht mal wirklich, auf welcher Stufe die sind. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade über denen bin oder nicht. Bisschen tiefer. Okay, perfekt. Ich folge denen jetzt echt 1:1. Okay, hier ist noch eine Spur. Alpha-Verfolgung abgeschlossen. Okay. Eine riesige Kreatur, die sich in die Erde eingräbt, wenn sie in die Oberfläche kommt, ist sie oft mit wertvollen Ressourcen bedeckt. Wenn die Flügel leicht gedreht werden, würden sie mehr Wind einfangen. Aha, aha. Gleite schneller in der Luft. Ja, cool. Neue Entwicklung. Okay, Aerowurf. Was brauche ich dafür? Wo ist das überhaupt dann? Keine Ahnung. Das weiß kein Mensch. Oh. Sprungkraft bräuchte ich auch, aber da brauche ich die Notiz dafür. Okay. Ich glaube, hier ist doch die Liste. Aero, da. Was brauche ich? Ich brauche nur 3000 Loranit. Cool, okay. Das kann ich eigentlich auch nutzen. Also, was heißt nutzen? Aber ich kann es relativ schnell, glaube ich, holen. Ich weiß gar nicht jetzt, wieso jetzt die Kamera so nah gezoomt wird. Okay. Vielleicht muss ich einfach mal alles befreien. Dann kommen die Endbosse. Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht, dass jetzt das Alpha-Tier daher kommt. Ich glaube, ich muss erstmal ins Lager zurück, um darauf hinzuweisen. Ah, da haben wir doch was gefunden. So, Abgang. Das ist alles meins, alles meins. Aber ich bräuchte echt so einen doppelten Stoß, weil ihr seht, das reicht nicht aus, dieser einfache Stoß. Das Abbauen geht jetzt wirklich relativ schnell, nachdem ich jetzt ein Upgrade gemacht habe. Ach, hier fliegen sie weiter. Okay, wohin fliegen die denn? Yo. Wow, Gegner. Wow. Ihr habt die wunderbare Leistung gesehen beim Ausweichen. Das war grandios, finde ich. Ich versuche sie in das Loch zu schubsen. Yep. Weg. So, der letzte Sportsfreund ist noch da. Aber der ist jetzt auch relativ schnell, glaube ich, weg. Yep. So, ja, ich weiß, hier fliegen. Jetzt habe ich genug Loranit gesammelt für den Aerowurfflug. Keine Ahnung, was es war. Das ist doch schon mal gut. Zu wissen auf jeden Fall, dass ich das jetzt einsetzen kann. Ich muss halt jetzt nur noch zurück wieder ins Lager, aber bevor ich ins Lager zurückgehe, ich folge jetzt einfach den Typen hier. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, dass ich komme da jetzt leicht hin, aber anscheinend. Boah. Hier muss man halt schon ein bisschen tricky behaftet sein und ein paar Umwege machen, sonst klappt das halt nicht, ne? So, sehe ich was? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wieso fliegen die nicht weiter? Was ist denn mit euch? Hä? Sind die hängen geblieben oder? Ich glaube, die sind echt hängen geblieben. Hallo? Ehrlich? Jetzt bleiben die hängen. Okay, wir sind einfach mal schlau und denken einfach mal selber mit. Ich glaube, ich gehe einfach mal nach oben hierher. Wenn ich Glück habe, fliegen sie vielleicht mit, aber keine Ahnung. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich gehe dann nochmal nach oben. So gesehen habe ich ja die Suche schon abgeschlossen. Scheint ja auch da. Und ich glaube, ich muss jetzt wieder zurück ins Lager. Da ich ja genügend Informationen gesammelt. Ich muss den Nachtlicht Alpha verfolgen und die Notiz sammeln. Ach so, ich muss ihn doch verfolgen. Oh Gott. Ja, okay. So, ja, schön und gut. Ja, da bin ich dir gefolgt. Ach so, das ist, glaube ich, die Spur selbst. Okay. Es könnte sein, dass ich hier die Spur nehmen muss. Nein, hier ist nichts. Ich verstehe das Spiel nicht. Ja, ich sehe die Spuren, aber was soll ich denn machen? So, hier ist ja das andere, ne? Alter, der fliegt über 300 Meter hoch. Wie soll ich denn das schaffen? Der ist echt hochgeflogen, ne? Eieiei. Okay. Jetzt die Frage, kehren wir ins Lager zurück oder nicht? Ich glaube, die haben ja gesagt, ich soll ins Lager zurückkommen, wenn ich genügend Informationen gesammelt habe.
Aber erstmal hole ich hier ein paar Gegner ab. Weil ganz ehrlich, das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Wow, alter Schwede, was habe ich jetzt erwischt? Oh Gott, die verprügeln mich gleich alle. Hier sind aber echt scheiße viele, ne? Oh Gott, wow. Ich muss, glaube ich, aufpassen, wer hier überhaupt schießt, weil... Ah, heil dich! Mach irgendwas! Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich glaube, ich habe noch nie gegen so viele auf einmal gekämpft. Oh, scheiße. Flügelsystem beschädigt, das ist alles beschädigt. Okay, ich glaube, mein einzige Chance ist, wenn ich Stück für Stück einen nach dem anderen töte. Weil ganz ehrlich, ich habe sonst keine Ideen. Oh, Gottes Willen. So, ich muss immer versuchen, in der Luft zu bleiben. Ich glaube, diesen... Hey! Der ist weg. Diesen superschnellen. Boah, die haben mich schon wieder verprügelt. Ah, okay. Hüllenhaltbarkeit Stufe 3 Entwurf. Ja. Wieso sie mir das wohl geben, ey? Kann ich dir ganz genau sagen. Boah, scheiße. Also was ist denn jetzt? Ich kriege ja nicht mal die Kleinen weg. Hopp, alle weg. Das Problem hier ist wirklich... Oh Gott, ich muss mich schnell heilen. Das Problem hier ist wirklich... Alter Schwede, ich weiß nicht mal, wo... Die haben manchmal wirklich so ein Aimbot drauf, dass sie mich, egal wo ich bin, treffen können. So, Stück für Stück werdet ihr jetzt alle ausgemerkt. Sorry, aber... Und dieser Maulwurf, der nervt mich eigentlich am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, weg. Ich hab gesagt, weg mit dir. Alter, die bauen alle meine Viecher ab. Das war's. Das reicht mir. So, kurz heilen. Alle Abgang. Ich krieg die halt nicht weg, weil die Fläche einfach so riesig ist. Scheiß Maulwurf. So, Abgang mit dir. So, ich glaube, der ist weg. Nein. Wie konnte er mich erwischen? Ich bin doch an ihm vorbeigeflogen. Ich verstehe das nicht. So, ha, was jetzt? Tja, da fällt ihm auch nichts ein. So, alles weg. Alles, was nicht zu mir gehört, muss weg. Und leider gehört nichts zu mir. Ich bin leider hier ein einzelner Kämpfer. So, also das Ziehen ist echt cool gemacht, finde ich. Nein, das ist mein Stoff. So, alle mal zusammenzucken, danke. So, ein bisschen Sport. Ich glaube, ich sammle das ein, bevor die das alles auffressen. Weil die sind echt schnell beim Abbau anscheinend. So. Jetzt kann ich euch alle auf einmal. So, und jetzt der letzte. So, alle deine Freunde sind weg. Pech. Hopp, mach was. Trau dich. Scheiße. Tot. Alter, die machen mich fertig, ne? So, eine nach dem anderen. So, schnell. Ich habe nicht umsonst Sprint gekauft. So, ein bisschen chillen. Jetzt ist er weg. Das war deine letzte Chance. Puh, das war ein harter Kampf. Alter Schwede. Okay. So, was machen wir jetzt? Folgen wir den Alpha-Tieren? Aber eigentlich habe ich ja alles gesammelt, ne? Ja, die führen mich ja wieder... Nee, wo? Der führt mich woanders hin, okay. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht so genau. Nee, der führt mich woanders hin, okay. Naja, folgen wir ihn einfach. Ich meine, ich kenne die Teile nicht, aber ich vertraue denen einfach mal. So, ich glaube, ich heile mich einfach mal, weil... Ihr habt gesehen, wie schnell das Leben fast vorbei sein kann. Aber ganz ehrlich, mit einer Kugel geben die mir fast alle Leben weg. Das verstehe ich einfach nicht. So. Ich hoffe, dass ich wirklich bald den Flug schnell machen kann. Ja, scheiße, ne? Sag halt gleich, dass du nach oben fliegst. So, ich muss ein bisschen... Sprungkraft sammeln. Ist das eine neue Spur oder ist das eine alte Spur? Ja, hier war ich schon. Okay, jetzt verstehe ich's. Es gibt generell auf der Map, glaube ich, viele Stellen. So, und weil es das erste oder die erste Alpha Bloodlust ist, musste ich nur zwei Spuren sammeln. Das heißt aber für mich, ich kann wieder zurück ins Lager. Glaube ich zumindest. Damit ich dem hier berichten kann, im Sportsfreund. So, chatten. Dann chatten wir mal. In der Nähe befindet sich eine Alpha Bloodlust. Ich habe so die Ahnung, dass sie bald kommt. Perfekt, bereiten wir uns vor. Das habe ich vermisst. Wie bereiten wir uns vor? Mensch, Mann. Die reden immer in Rätseln, ne?
So, das heißt, was ist das? Ich gleite einfach schneller, oder? Brauche ich eher das oder brauche ich gehärteten Kristall, ne? Brauche ich auch noch. Schneehülle, brauche ich die Notiz? Okay, habe ich nicht. Habe ich nicht. Regenkabel, Verbesserung der Leine, okay. Ich schaue jetzt erstmal so. Das kostet hier alles Zeug. Gehärteter Kristall, okay, das kostet aber anderes Zeug. Hier kann ich das Zeug verkaufen. Dann kriege ich auch nochmal coole Sachen. Gehärteter Kristall, Epoxidharz. Was habe ich gebraucht? Ah, Mann, ey. Was ich nur alles merken könnte. So, Regenkabel. Die hatte doch mal ein Regenkabel. Will mich komplett verarschen. Jetzt ist es nicht mehr da. Toll. Dann halt eben nicht. Okay. Dann nehmen wir mal erstmal ein bisschen mehr Gesundheit, glaube ich. Das ist immer ganz gut. Und Aero, weil es so schön ist und so gut ist. Hier brauche ich Biotit. Das ist ja, glaube ich, noch schlimmer. Das kriege ich ja erst in 10 Jahren wahrscheinlich nicht. Inotit, Dinotit, bla bla bla, gehärteter Kristall, okay, Regenkabel. Okay, was anderes kann ich gar nicht machen. Jetzt mal ganz ehrlich, kann ich ein bisschen cooler machen? Anscheinend nicht, ne? Tja. Der muss leider noch so uncool bleiben. Das sieht immer noch aus wie so ein Schrotthaufen. So, ich habe die Daten der Alpha Bloodlust und werde sie verfolgen. Okay, das heißt für mich, kommst du? Ja, Blair steht im Moment unter Stress. Störe sie lieber nicht. Ja, kommst du? Ich bin doch da. Was ist denn mit dir? Wohin soll ich denn kommen? Ah, okay, es gibt sogar eine neue Karte. Cool, okay. Ich krieg da sogar die Notiz. Jetzt steht's da. Okay, die Nachtlicht Alpha Bloodlust. Auf geht's. Ey Neuling, du brauchst die Notiz für deine Schneepanzerung. Suche nach dem orangenen und grauen Schokoriegelzeugs. Okay. Okay, das ist das Riesenviech, oder? Alter Schwede, ey. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt sind wir nicht mehr nur bei diesen kleinen Scheißviechern, sondern das ist ein Riesen-Oschi. So, das ist meins. Muss ich mal aufpassen, weil der sprintet, genau. Ist das die Notiz? Das könnte echt die Notiz sein, ne? Wow. Was zur Hölle ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich irgendwie über alles Mögliche mitgenommen. Ach, jetzt verstehe ich es. Ich bin nur auf der Bloodlust drauf und muss eigentlich nur, also nur, die Gegner hier zerstören. Weg! Alter, wie viele sind denn hier? Oh mein Gott. Ich bin hier doch nie alle weg. Ich kann mich auch nicht mehr heilen. Ich sammle, glaube ich, einfach das Dinotit auf. So, ist mir jetzt egal. Ha! Selbstmordkommando. Alter, der ist so schnell, ne? Der ist so schnell. Ich kriege ihn nicht mal weg. Nein, komm schon. Alter, der liegt auf der Kante. So, jetzt reicht's. Alle zusammen weg. Was ist das? Das ist ein neuer Boss. Was heißt Boss? Neuer Gegner. Alter, die sind... Was sind das für Riesenviecher auf einmal? Alter, ich brauche unbedingt Sprunghöhe, ne? Weil ihr seht, Alter, ich verrecke einfach nur. Alter, die erwischen mich von allen Seiten. Dass ich überhaupt noch irgendwie lebe, wundert mich sowieso. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Mucke voll fancy. Alter, was ist denn mit dir? Aha. Denkst du, ich habe keinen Schub? Alter Schwede, heil dich halt. Ich kann mich, glaube ich, ich kann mich überhaupt nicht mehr heilen. Oh Gott. So. Nein. Aber die machen das schon echt geschickt, alter Schwede, ne? Das ist mal blöd gesagt, wieso sammle ich nicht einfach auf? Ist mir jetzt egal. So, ich sammle einfach mal schnell den Scheiß. Freckt! Bin ich komplett freckt, oder? Danke für die Hilfe. Ich bin doch verreckt. Alter Schwere. Ich würde die Reparaturgeschwindigkeit gerne noch etwas erhöhen. Anscheinend, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber... Ich bin tot. Sprungkraft kann ich endlich erhöhen, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geplant war, dass ich hier verrecke oder nicht, oder ob ich das echt schaffen konnte, aber ganz ehrlich, ihr habt gesehen, es waren 10.000 Gegner. Was hätte ich denn da machen sollen? Also, sorry. Das Problem ist, wenn ich jetzt die Sprungkraft erhöhe, kann ich nicht mehr die Schneehülle bauen, die ich eigentlich brauche, um weiterzukommen. Aber
Ich kann natürlich so cool sein, ich schaue jetzt erstmal, ob Schneehöhle könnte ich zwar bauen, aber ich schaue, ob ich nochmal zur Bloodlust kann, weil nein, ich muss ihn, okay, das heißt, ich muss ihn jetzt nochmal, ich muss nochmal ein paar Hinweise suchen, damit ich wieder da drauf kann, um die Notiz zu finden. Okay, machen wir das. Weil ganz ehrlich, ich hole mir die Sprungkraft und weil die Sprungkraft brauche ich ganz ehrlich. Ich sterbe die ganze Zeit bloß, weil ich so schnell am Boden bin und die mich komplett zerlegen. Das heißt, ich hole mir erst die Sprungkraft, dann kann ich halt die Schneehöhle nicht bauen. Ist halt so. Ich denke mal, das Spiel ist dafür vorgesehen, dass ich es dennoch irgendwie dann schaffe. So, erhöhe die Sprunghöhe. Das habe ich jetzt gemacht. Regenkabel habe ich nicht. Dilium, okay, das könnte ich sogar bis dahin sogar haben. Weil die hat recht, die Reparaturgeschwindigkeit ist echt scheiße langsam. Und bis ich mich überhaupt heilen kann, bin ich schon tot. Ja, ich muss jetzt eine Schneehöhle herstellen, kann ich nicht. Weil ich habe jetzt alles verpulvert wieder. Neue Fähigkeit, gedrückt halten. Aero, gleite schneller in der Luft. Okay, check, mache ich. So, aber ich kann jetzt auch höher springen, ne? Oder? Irgendwie. Ich weiß nicht, also für mich scheint es jetzt nicht sehr viel höher zu sein, sorry, aber. Jetzt mal blöd gesagt, dann kann ich doch einfach wieder die ganzen anderen. Alter Schwede, ich bin jetzt echt schneller geworden. Cool. Wo war hier nochmal ein Hinweis? War hier noch irgendwas? Alter, ich habe auf jeden Fall einen Speed drauf, leck's mich fett. Das ist schon mal cool. Also so macht ja auch das Suchen auch irgendwo mehr Spaß, weil vorhin war das ja so, ja, 10 Jahre, bis ich überhaupt irgendwo hinkomme. Überträgt einen Schwung aus dem Gelenk noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, dann gib mir ein Upgrade. Jau! Achso, Sprungkraft nochmal ein Upgrade. Okay, ich habe gedacht, ich kriege jetzt die Mühe nochmal. Jetzt brauche ich sehr heftig die Notiz, okay. Also, meine Freunde, ich folge euch mal. So, wohin muss ich denn? So. Hopp, das habe ich jetzt mittlerweile ganz gut drauf, glaube ich. So, die Bewegung, also die Mobilität hat sich echt hier verbessert. Hier noch ein bisschen abbauen, nutzen. So, und jetzt zeigt mir mal bitte, wo hier die Notiz ist. Die Notiz zeige ich schon. Eine Spur, ich brauche eine Spur. Damit ich wieder die Bloodlust jagen kann. Also irgendwie, ich weiß nicht, aber... Ah, hier ist eine Spur, okay. Nachtlicht, Alpha, Bloodlust. Okay, ich gehe jetzt nochmal dahin. Einfach um... die Notiz sammeln zu können, damit ich eben die Schneehülle erstellen kann. Oder vielleicht nochmal Sprungkraft 2, ich weiß es noch nicht. So, jetzt wird's aber... jetzt wird's heavy, ne? Ich darf... Alter, der hat ja echt sau viel Scheiße drauf. Alter Schwede. Ich glaube, ich mache das falsch. Ich glaube, ich muss einfach abbauen, so schnell es geht. Ich habe ja extra dafür da die Notiz abgebaut. Ich muss einfach nur schauen, dass ich schnell genug abbaue. Und dann, keine Ahnung. Und dann schaue ich einfach mal. Schau mal an, wie viel die Notiz ich abbauen kann. Alter Schwede. So, einfach mal ausweichen. Ach komm, ehrlich. Gib mir einmal. Aber vielleicht sollte ich... Wow! Oh Gottes Willen, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Scheiße, ich bin tot, glaube ich. Ich glaube, ich bin echt tot, ja, okay. Ist jetzt aber nicht so schlimm. So, ich baue jetzt einfach mal, ich weiß nicht, was heißt das? Ach, die Böe. Ja, was soll ich da machen? Also, sorry, aber... Wow, okay. Ich lebe auf jeden Fall noch. So, das zweite Mal klappt auch schon mal ein bisschen besser, finde ich. Ich habe gelernt, ich muss sie gar nicht töten. Ich konzentriere mich zu sehr. Alter, der gibt mir einen Schlag und ich bin instant tot, also sorry. Was ist denn das für ein Müll? Alter Schwede, hopp. Vielleicht kann ich mich heilen. Nein, ich kann mich natürlich nicht heilen. Ich weiß nicht mal, was passiert. Geben mir einfach, weißt. Okay, ich mach's einfach cooler. Ich gehe einfach aufs neue Plateau. Big Boss. Incoming, okay. Beziehungsweise, es ist ja... Der ist einfach runtergefallen. Was ist denn los mit dem? So, komm schon. Mein Freund, bau ab, so viel es geht. Ja, ich weiß, ich muss alles sammeln mittlerweile. Wow. Ja, das Problem ist, ne, wenn ich nur einmal kurz dahin gehe,
bin ich eigentlich schon Frektos. Nein. Also so. Aber ich glaube, ich verstehe schon den Sinn. Kann ich jetzt heilen? Nein, noch nicht ganz. Sammle auf! So, der hat sich selber getötet. Sehr guter Mann. Schnell. Und Abgang! Aufs nächste Plateau. Oder ist es zeitlich begrenzt? Oder nachdem ich 10.000 Mal gestorben bin, dann vielleicht. Habe ich jetzt alles bekommen? Oder wird es mir reduziert? Das ist jetzt die Frage. Aber ich glaube, ich habe echt alles bekommen, ne? Na, das ist doch schön. Ja, ich habe echt schon mal, ich habe 1700 Dinotit, alter Schwede. Geländeabtastung, Entwurf nach ungerichteter Laserscanner der Materialeigenschaften ermittelt und sie auf die Außenseite des Mechs überträgt. Oh, okay. Habe ich das jetzt oder muss ich das erstmal erstellen? Abbaugeschwindigkeit Stufe 2, ja cool. Jetzt geht's doch aufwärts, oder? Solarspule, nicht im Besitz. Schneehülle, okay, ich komme an der Schneehülle komme ich nicht vorbei, sorry. Jetzt sieht er wirklich fancy aus. Er sieht ja nicht mehr aus wie so ein Schrotthaufen, sondern er sieht echt cool aus. Ich weiß nicht, was du suchst. Aber ich hoffe, du findest es. Und geh nicht in den Schwarzforst. Dort wurden mehrere Drachenmantis gesichtet. Oh, ich gehe Richtung Norden. Das sollte kein Problem sein. Wir auch. Vielleicht können wir ein Stück gemeinsam gehen. Das wäre schön. Ravenwood, ich habe heute in der Stadt Nahrung geholt. Yeah, Freude. Und die Käfer hinter mir in der Schlange meinten, dass sie das Phantom gesehen hätten. Das was? Das Kristallphantom ist? Spar dir deine Worte, Clara. Wahrscheinlich nur ein Gerücht. Aber sie meinten, dass es gerade bei Clara. Ich sollte mich vor morgen ausruhen. Ist nie eine schlechte Idee, schlafen zu gehen. Aber erstmal, jeder weiß, Steuern, nee, Werkstatt. Alter, was habe ich hier alles bekommen? Alter Schwede, die Hülle, stimmt, Kokon. Beine, auch neue vordere Klaue. Da, seht ihr, abgeranzt, wie scheiße. Und jetzt, nice Trick. Fühler genau das gleiche. Ne, okay, die Fühler brauche ich nicht unbedingt. Die Hülle, es sieht halt echt cool aus. Das sieht aus wie Schrott. Und das sieht endlich mal aus wie ein bisschen hochwertiges. So, was haben wir denn noch zum Geländeabtastung? Alter Schwede, da brauche ich ja alles Mögliche. Mondpollen, Kieselsteinite, Solarspule und so weiter und so fort. Aber die Abbaugeschwindigkeit, ganz ehrlich, ich habe jetzt gelernt, ich brauche sie echt unbedingt. Das heißt, ich brauche 2 Kieselsteinite. Hat sie 2? Check. Ich weiß nicht, was ich jetzt dafür alles geopfert habe, aber okay. Wahrscheinlich mein Neugeborenes mit dazu. Abbaugeschwindigkeit, dafür kann ich nichts mehr anderes machen. Verdammt, ich depp. Aber wenn ich das habe, dann sollte das andere ja auch an sich kein Problem mehr sein. Das kann ich eh nicht machen, Okay, Sprungkraft kann ich jetzt wirklich nicht machen. Mir fehlen ein bisschen die Notiz dafür. Aber dafür ist die Abbaugeschwindigkeit erhöht. Und ganz ehrlich, ich habe gesehen, wie wichtig es ist. Die Gegner waren egal. Ich habe überlebt. Aber ich muss einfach so schnell wie möglich abbauen. So, geh mal pennen, würde ich mal sagen. Ausruhen. Kommen bestimmt irgendwelche Träume. Das ist der nächste Schritt. Ein weiterer Schritt weg von zu Hause. Ich werde ihn Papa zurückbringen. Der Berg. Mit meinem super neuen Fancy Mech Lex mich verzieht er gut aus. An dieser Stelle würde ich die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben endlich mal die Alpha Bloodlust gesichtet und konnten jetzt neue Materialien sammeln. Echt cool. Jetzt bin ich auch gerade gestorben. Ich merke schon, ich muss hier reinfliegen. Wir würden uns natürlich über ein Like freuen. Natürlich könnt ihr auch kommentieren, wie ihr das Spiel findet, ob ihr das selber vielleicht spielt. Und wenn ihr ein Abo da lasst, dann würden wir uns natürlich über die Unterstützung sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.